Für Dienstgebrauch. Dieser Rekorder löscht automatisch alle beleidigenden Worte und/oder Gesten. Diese Erklärung ist für die Nachwelt. Ich möchte sagen, dass ich nicht Sergeant Pinback bin. Mein richtiger Name ist Bill Frug und ich bin Treibstoffversorgungstechniker. Ich bin jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten bei diesem Unternehmen. Pinbacks Uniformen passen mir überhaupt nicht. Die Unterwäsche ist mir viel zu weit. Ich gehöre nicht zu diesem Unternehmen und möchte zurück zur Erde. Ja, Commander Powell ist heute gestorben. Wir flogen über Lichtgeschwindigkeit. Und nun, er saß direkt neben mir. Und ich weiß nicht, irgendwas ging schief mit dem. Und als er aus der Hyperdrive-Sequenz herauskam, hat ihn eine Explosion im Mechanismus seines Sitzes getötet. Doolittle sagt, er übernimmt das Kommando dieses Raumschiffs und ich sage... Gelöscht. Ich sage, er überschreitet seine Autorität, denn ich bin der Einzige mit etwas Objektivität in diesem Schiff und deshalb sollte ich das Kommando übernehmen. Also ich gebe einen Bericht darüber ans Hauptquartier, wenn er... Gelöscht. Also heute im Gang ging ich zu Doolittle. Und ich sagte... Gelöscht. Doolittle? Und er sagte... Gelöscht. Und ich sagte, wer ist deinen eigenen... Gelöscht. Gelöscht. Und er hat es nicht verstanden. Dieses Unternehmen zerfällt, seit Commander Powell gestorben ist. Doolittle behandelt mich wie einen Idioten. Tolby kommt sich sehr schlau vor. Und Boiler haut mich auf die Arme, wenn es keiner sieht. Ich bin es leid, wie ein alter Waschlappen behandelt zu werden. Ich mag die Männer in diesem Raumschiff nicht. Sie sind roh und wissen meine besseren Fähigkeiten nicht zu schätzen. Ich habe Wertvolles zu diesem Unternehmen beizutragen, wenn Sie es nur erkennen würden. Heute beim Mittagessen wollte ich etwas zur Verbesserung der Moral tun und ein Gefühl von Kameradschaft bei den Männern wecken, indem ich eine humorvolle Rede über die Anfänge des Unternehmens hielt. Meine Einleitung bereits wurde brutal abgewürgt. Diese Männer wollen kein frohes Schiff. Sie sind zutiefst krank und wollen das kompensieren, indem sie mich unglücklich machen. Letzte Woche hatte ich Geburtstag. Niemand ist auf die Idee gekommen, mir zu gratulieren. Eines Tages wird dieses Band abgespielt werden und dann wird es ihnen leid tun.